Ein Verbrechen wurde begangen. Der Architekt wurde ermordet. Weil er so kreisliche Häuser gebaut hat. Verschiebt eure Spiele, verdammt. Das ist die Lektion, die Moral der Geschichte von zwei Aufbauspielen, die wir jüngst erlebt haben. Auf der einen Seite Manor Lords, das so ziemlich auf den letzten Drücker seinen lang versprochenen 2023 Release auf nächstes Jahr verschiebt. Und auf der anderen Seite Cities Skylines 2, das mit Ansage mit Problemen erscheint und deswegen in einen Steam-Shitstorm rasselt. Und das ist so verdammt schade, weil der Großteil davon bezieht sich gar nicht auf das Spiel an sich, sondern auf den technischen Zustand. Das Spiel an sich macht Spaß. Es gibt Dinge, die man diskutieren kann, absolut. Features aus den Vorgänger-DLCs, die vielleicht schon hätten drin sein sollen, wie weit es legitim ist zu erwarten, dass so viel aus den DLCs schon im Grundpaket wieder drin ist. Darüber kann man streiten, absolut. Aber es ist kein 50% Negativspiel. Das bezieht sich auf den technischen Zustand zum Release und deswegen hätte diese Art von Steam-Rezeption mit einer Verschiebung verhindert werden können. Der Entwickler von Manor Lords entschuldigt sich in seinem Statement für die Verschiebung und hat sich offensichtlich schwer damit getan, sie überhaupt damit durchzuringen, weil er Angst hatte, dass die Fans es nicht gut aufnehmen würden. Aber ich finde, der Mann hat sich für überhaupt nichts zu entschuldigen. Der hat die richtige Entscheidung getroffen, so lange an seinem Spiel zu schrauben, bis er der Meinung ist, er kann seinen Spielern das bestmögliche Produkt auftischen. Also hoffentlich. Ich hoffe wirklich sehr, dass Manor Lords toll wird, aber ich unterstütze erstmal jeden Entwickler, der sich die Zeit nimmt, die er nach seinem Dafürhalten braucht. Während auf der anderen Seite Cities Skylines 2 ganz bewusst mit Problemen erschien. Und es ist ja, seien wir ehrlich, sehr oft so, dass Entwicklern oder Testern oder zumindest irgendwem in der Firma, beim Publisher, sonst wo in der Entscheidungskette, diese Probleme bewusst sind. Nicht immer dringen sie zu den Leuten durch, die dann tatsächlich final den Release beschließen. In diesem Fall war es aber bekannt. Cities Skylines 2 tut sich performancetechnisch selbst mit der bestmöglichen Hardware schwer, die ihr aktuell kaufen könnt. Ich hatte mit einer GeForce 4090 schon in einem für Cities Verhältnisse winzigen Dorf, also einer kleinen Anfangsstadt, wo ein paar Kacheln bebaut sind, manchmal Schwierigkeiten, die 30 FPS zu halten. Und die Entwickler sagen sogar selbst, sie streben stabile 30 FPS an. 60 sind nicht mal das Ziel. Aber selbst das ist aktuell mit der bestmöglichen Hardware nicht immer gut zu erreichen. Und dazu gesellt sich dann, das finde ich dafür im Kleinen, man sich auch fragt, wohin fließt das denn? Weil die Grafik kann man auch an Stellen, finde ich, sogar noch kritisieren. Ich habe es mit meinem Vater gespielt, das Spiel, auf Twitch. Und der hat zwar keine Ahnung von Spielen, ist aber echter Architekt und Stadtplaner. Und ich sage mal, er war von den Schönbaumöglichkeiten der monotonen Gebäude nicht so begeistert. Die Häuser sind oberkreislich, auf bayerisch gesagt. Ne? Grauenhaft, ja. Da kannst du nichts machen, du. Was sind das denn für schäbige Baracken hier? So wird die Welt verunstaltet, obwohl man es gar nicht will. Ne? Zum Glück sind schon Regionspakete angekündigt, aber das wird jetzt auch die Performance nicht retten. Schreibt mir gern, wie es bei euch performancemäßig läuft. Wie gesagt, bei mir, ich konnte es dann schon spielen, absolut, aber es lief dann doch auf maximalen Details mit der bestmöglichen Hardware nicht so, wie man denken würde. Die Entwickler haben Tipps veröffentlicht, wie man diese Performance verbessern kann. Die wirken auch, Tiefenunschärfe reduzieren zum Beispiel, aber das kann doch trotzdem nicht sein. Diese Tipps und das Problem an sich sind ja im Spiel selbst nirgends kommuniziert. Es wird hier ein Spiel verkauft, das wissentlich mit sehr großen Problemen technisch erschienen ist. Und nicht jeder Spieler liest ja Steam-Blog-Einträge und solche News. Und du musst da hingehen oder YouTube schauen oder GameStar lesen. Da gibt es auch sehr viele Artikel zu genau diesem Problem, um dich zu informieren, wie du das Problem in den Griff bekommen kannst. Nun muss man den Entwicklern zugutehalten, und das ist leider ja wirklich selten geworden heutzutage, dass sie so ehrlich waren,
das Problem vorher zu kommunizieren. Sehr gern wird ja auch die Strategie geschwiegen. Ah, wir schweigen es einfach tot, wir fixen es später. Vielleicht bemerkt es ja auch niemand. Sehr selten, würde ich vermuten, sind Entwickler wirklich überrascht von gravierenden Problemen, die ihr Spiel beim Release hat. Manchmal kann das passieren, weil du einfach nicht alles auf jedem System testen kannst intern. Aber in dem Fall ist es, wie gesagt, klar, man wusste es vorher, man hat sich entschieden, trotzdem zu releasen. Und die Ehrlichkeit ist irgendwo lobenswert, aber andererseits ist es doch irgendwo auch gerade deswegen ein fatales Signal. Okay, wir wussten das, wir wussten von diesen Problemen, wir haben es trotzdem rausgehauen. Nun muss man auch hier wieder sagen, es kann dutzende Faktoren geben, die so eine Release-Entscheidung beeinflussen. Marketingpläne, Releasepläne sind schon lange vorher geschrieben. Es würde teilweise extrem viel Geld kosten, so ein Release nochmal zu verlegen und dann alles, was drumherum passiert, entsprechend anzupassen. Man ist vielleicht auf die Weihnachtsverkäufe angewiesen oder hofft, sie mitnehmen zu können. Zum Beispiel in dem Fall hatte Publisher Paradox hatte jetzt kurz davor erst einen ziemlich krassen Flop mit The Lamplighters League, was sehr schade ist, weil das ein sehr schönes Spiel war. Man muss ja auch so ehrlich sein, dass man inzwischen auch immer wieder gesehen hat, irgendwie kaufen es die Spieler ja dann trotzdem. Shut up and take my money. Selbst wenn sie sich auskotzen, vielleicht hat die Spieleindustrie auch ein wenig gelernt, darauf einfach zu bauen. Der Fairness halber, sowohl Colossal Order als auch Paradox sind ja dafür bekannt, ihre Spiele langfristig zu unterstützen. Und ich würde sehr davon ausgehen, das passiert in diesem Fall auch und es wird Besserung geben. Wie stark die ausfallen wird, wiederum können wir aber nicht garantieren. Wir wissen nicht, wie weit Cities Skylines die Performance noch verbessern kann. Wir wissen nicht, was in der Engine überhaupt möglich ist. Aber ich bin relativ zuversichtlich, es wird zumindest versucht werden. Und wir haben gesehen, Erlösungsgeschichten sind möglich. Zuletzt war Cyberpunk Phantom Liberty eine großartige. Davor war No Man's Sky oft das Paradebeispiel. Es gibt auch die Anthems dieser Welt, die einfach fallen gelassen werden. Oh, I forgot. You're broken. I don't want to play with you anymore. Das würde ich jetzt, wie gesagt, von Paradox und den Cities-Machern wirklich nicht erwarten. Wäre eine große Enttäuschung, wenn, aber ich gehe nicht davon aus. Aber selbst wenn, finde ich einfach dieses Signal so fatal. Es ist ein weiteres Mal, sehen wir, verdammt, dieser sympathische, coole Entwickler, den wir eigentlich nicht zu den blöden Firmen zählten, die uns mit so einem Release eins reinballern, zeigt, okay, nee, man muss wirklich immer aufpassen heutzutage. Selbst bei denen, die damals doch die coolen Underdogs waren, die EA gezeigt haben, wie ein echtes SimCity geht, nachdem die andere große, böse Firma eine beliebte Serie an die Wand gefahren hat. Es ist eine Geschichte, die wir inzwischen leider nur zu gut kennen. Okay, fine. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Und es ist so eine Tragödie für die Gaming-Industrie, dass es hier schon wieder passiert ist. Zumal das Spiel an sich ja auch viel richtig macht und viel Spaß machen kann und ein toller Städtebau in vielerlei Hinsicht ist. Aber das spricht es halt nicht von der Verantwortung frei, dass zum Release der Käufer gefälligst ein gescheites Produkt zu erwarten hat. Ja, das wäre mal eine Utopie, nicht wahr?